So, wir haben ja unser erstes Rechteck fertig. Jetzt möchten wir unser zweites Rechteck hier dran stricken. Und zwar gehen wir wie folgt vor. Ein Rechteck wie beschrieben stricken. Das haben wir gemacht. Für das zweite und die anderen 8 Rechtecke der Motivreihe jeweils 43 Maschen neu anschlagen. Das habe ich auch gemacht. Diesmal in Silber. Ja, habe ich 43 Maschen neu angeschlagen. Ja. Dann aus der rechten Seitenkante, das wäre diese, des vorderen Rechtecks 15 Maschen herausstricken. Dabei an der unteren rechten Ecke des Rechtecks beginnen. Gut, machen wir das mal. Das kann sein, dass man sich da am Anfang so ein bisschen ausprobieren muss und gucken muss, dass man auch wirklich alle Maschen erwischt. So, wir wollen beginnen. Na? Ganz unten in der rechten Ecke. So, eins. Das ist auch vielleicht ein bisschen Gefriemel am Anfang, aber da kriegt man schnell Übung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wir schieben mal ein bisschen, 14 und die letzte, da muss man auch ein bisschen gut gucken, ja. 15. Dann sollte das, hier ziehe ich noch mal so ein bisschen an, so aussehen. Immer darauf achten, dass man hier auch wirklich die Maschen gleichzeitig gleichmäßig erwischt, dass das nachher auch schick aussieht. So, jetzt haben wir hier vorne unsere 43 neu angeschlagene Maschen. Und haben aus der Seitenkante, nämlich aus der rechten Seitenkante unseres vorigen Rechtecks, 15 Maschen herausgestrickt. Jetzt sollten wir also 58 Maschen auf der Nadel haben. Und jetzt haben wir wieder unser ganz normales Grundprinzip. Jetzt stricken wir einfach dieses Rechteck, genauso wie unser erstes. Und dabei ignorieren wir diesen Teil hier unten einfach, wir lassen den hier so einfach hängen. Beginnen wie immer mit Tränen, mit einer Rückreihe. Ja, stricken also alle Maschen rechts und beginnen dann mit unserer zweiten Reihe und den Abnahmen. Und dann werdet ihr sehen, wie aus Zauberhand bekommt ihr hier eure nächste diagonale Linie durch die doppelten Abnahmen. Ja, und kommt auf gleiche Höhe wie auch das vordere Rechteck. Und so folgt ihr jetzt alle weiteren Rechtecke der ersten Motivreihe. Die zweite Motivreihe wird dann noch ein bisschen anspruchsvoller. Aber jetzt hat man ja erstmal 8 Rechtecke Zeit, sich an diese Variante zu gewöhnen. Und das macht wirklich Spaß. Ich muss euch warnen, es ist eine Sucht. Es hat wirklich ein Suchtpotenzial. Es macht unheimlich Spaß, hier Patch für Patch aneinander zu stricken. Und ja, jetzt zeige ich euch schon. Kleinen Sneak Peek sozusagen. Bisschen, ich habe noch keine Fäden vernäht, wie ihr sehen könnt. So, und hier habe ich schon einige Patches aneinander. Ich befinde mich quasi jetzt schon in der dritten. Ich habe schon zwei Motivreihen fertig. Zeige euch das mal, wie lang das ist. Wir stricken ja alles in einem. Wir stricken die Vorderteile, das Rückenteil, alles in einem. Ja. Und so sieht das jetzt bei mir schon aus. Überall hängen die Fäden noch. Ja. Aber das war schon mal unser Anfang. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Und hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar am Ende meines Blogartikels. Ich freue mich immer, ich lese immer gerne.